everybody. My name is Dia Kayali. Hallo, mein Name ist Dia Kayali. Ich wollte mich vorstellen, warum ich das mache. Das ist eine Arbeit auf der Straße, die ich mache. Ich unterstütze juristisch Occupy und bei Rassenkonflikten. Und das führte mich zu dieser Arbeit. Ich habe viel Organisationen für Communities gemacht. Und wie ihr vielleicht wisst, sind diese Communities auf einem hohen Maße von Überwachung betroffen. Das ist alles für mich sehr persönlich, sehr privat und betrifft mich stark. Ich möchte jetzt über das Projekt sprechen, das an dem ich bei der EFFI sprach. Jennifer Lynch. Das ist das Projekt Überwachung auf Straßenebene, bei dem mir viele, viele Leute geholfen haben. Und das Street Level Surveillance Project, das vereinigt die vergangene und zukünftige Arbeit zu dem Thema in einem einfach zugänglichen Portal. Und das ist extrem wichtig gerade. Ich werde erklären, warum. Für alle, die das Konzept des Panoptikons nicht kennen, das kommt von Jeremy Bentham, einem Philosoph aus dem 18. Jahrhundert, und das beschreibt das perfekte Gefängnis. Also das Panoptikum besteht aus einem zentralen Turm und die Zellen sind ringförmig um den zentralen Turm angeordnet. Die Menschen in den Zellen wissen, dass sie überwacht werden, aber sie wissen nicht von wem. Und das macht es möglich, dass man das Verhalten von Menschen verändern kann, ohne dass man tatsächlich Arbeit tun muss, nur weil man weiß, dass man überwacht werden könnte. Meine Meinung ist, dass man sich nicht in einem Gefängnis oder online befinden muss, um in einem Panoptikon zu sein. Ich würde sagen, dass das Panoptikum uns alle umgibt momentan. Das Sachen, die ihr mitnehmen sollt, ist Überwachung auf Straßenlevel ist Massenüberwachung. Es betrifft nicht jeden auf die gleiche Art und Weise, aber wir müssen es bekämpfen. Was ich damit meine, ist verschiedene Community, die davon betroffen sind. Es ist nicht so, als ob die Kamera dieselbe Wirkung hätte für auf verschiedene Arten von Personen. Darauf werde ich aber noch eingehen. Und zum Schluss, was können wir da tun? Ich kann erklären, warum es schlimm ist, aber die Frage ist, was können wir tun? Drei Punkte will ich nennen, wie wir deutlich machen können, was es tut, wie wir es verhindern können und wie wir den meisten Leuten in Lage versetzen können, etwas dagegen zu tun. Wer du bist, ist entscheidend, wenn es um Überwachung geht. Insbesondere, wenn es um Technologie geht, die auf der Straße zur Überwachung angewendet wird. Ihr seht, wer hier betroffen ist. Malcolm X wird jetzt noch ein Stück gezeigt. Malcolm X hat zum Beispiel kritisiert und darüber geredet, über die unheimliche Überwachung, die bei ihm stattfand, was in den Kirchen stattfand. Die Bürgerrechtler sind Ziel von einer großen Überwachung. Ich werde über die Überwachung sprechen, die für Flüchtlinge relevant ist, die dort stattfindet. Das sind zum Beispiel Arbeitsrechtler, also Gewerkschaftler, organisiert und unorganisiert. Die sind Aktivisten, die auf der Straße sind und die mit Law Enforcement, also Polizei, in Kontakt kommen. Die sind betroffen. Das sind nicht zwingend Bürger der Vereinigten Staaten und sind aber trotzdem also Subjekt der Überwachung. Ich werde auf Orte hinweisen, wo das von verschiedenen Communities unterschiedlich wahrgenommen wird. Warum spreche ich hier über Überwachung auf Straßenebene, also Kameras auf der Straße? Besonders weil ich beim EFF gearbeitet habe, was zählt da im realen Leben? Die Unterscheidung, die Leute merken, ist die
die Unterscheidung zwischen, was wir in unserem täglichen Leben machen und dem, was wir online machen, dieser Unterschied verschwindet langsam. Ich habe zum Beispiel Familie aus Syrien und über Internet ist das die einzige Verbindung, die ich zu denen habe, über Facebook. Sodass wir also, wir wissen, dass das, was wir über das Internet machen, ist sehr, offenbart sehr viel über uns, was wir über das Internet machen. Aber die Tatsache ist, dass was wir in unserem täglichen Leben machen, was wir offline tun, der Reichtum an Daten, die von Kameras auf der Straße aufgenommen werden können, nähert sich von der Datenmenge dem, was von Überwachung im Internet geleistet wird. Viele Leute benutzen Verschlüsselung, wird im Internet benutzt, aber da das echte Leben auch schon ein Panoptikum wird, und das bewegt sich aufeinander zu, insbesondere bei Street-Level-Überwachung sind die Daten leicht analysierbar. Sie kommen oft mit vielen Zusatzinformationen und sie werden mehr als jemals in Daten verwandelt und man kann mit ihnen sehr viel mehr machen als jemals. Wenn wir über diese Dinge sprechen, IRL funktioniert, nicht so gut. Meetspace, ja, funktioniert, aber will ich vielleicht nicht mit Gesetzgebern benutzen. Also Street-Level Surveillance. Und Street-Level Surveillance, also Überwachung auf Straßenebene, ist wirklich Massenüberwachung. Und ich werde natürlich insbesondere darüber reden, wie Überwachung auf Straßenebene bestimmte Gesellschaften betrifft und wie es dich betreffen wird, wenn du im Ziel der Überwachung bist. Aber auch wenn du nicht das Ziel dieser Überwachung bist, dann wird es immer noch deine Daten sammeln. Und Massenüberwachung, ohne dass es jemals irgendwelche Ergebnisse aus den Daten gibt, wissen wir, dass Überwachung die Meinungsfreiheit einschränkt. Und deswegen ist es wichtig, dass diese Art von Technologie Massenüberwachung ist. Wenn man Massenüberwachung definiert als Überwachung großer Gruppen von Menschen definiert, und zwar ohne den Verdacht, dass sie ein bestimmtes Verbrechen begangen haben, definiert, dann macht Überwachung auf Straßenebene das. Und wenn man es definiert als Überwachung, die aggregiert analysiert werden kann, dann tut auch das die Überwachung auf Straßenebene. Also auch hier, diese Überwachung verändert das Leben von allen, die damit in Kontakt kommen, egal ob du das Ziel bist oder nicht. Die meisten von euch wissen das wahrscheinlich, aber ich werde euch mal sagen, wie so ein typischer Tag in einer typischen Stadt unter dem Regime der Überwachung auf Straßenebene aussieht. Ich habe ein paar Leute lächeln sehen. Ich glaube, viele von euch kennen das Bild in der Mitte. Das haben viele von uns schon oft gesehen. Das sind Schilder aus Berlin, dass du aufgenommen wirst. Rechts haben wir Kameras der Polizei von New York. Links unten ist eine klug überwachte Kamera aus Helsinki. Das war oben left und unten links ist bewegliche Videoüberwachung aus Glasgow. Nur um das mal durchzugehen, in dem Moment, in dem du dein Haus verlässt, wirst du von Kameras aufgezeichnet. Und dein Gesicht wird aufgenommen, deine Bewegungen werden aufgenommen. Und das sind natürlich nicht nur Polizeikameras. Zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür ist San Francisco. In San Francisco, die Strafverfolgung von San Francisco hat ein Programm, in dem sie private Eigentümer von Überwachungskameras bitten, also privaten Menschen, die zum Beispiel Kameras in ihren Einfahrten haben, bitten sie, ihre Kameras zu registrieren. Und sobald das passiert ist, haben sie eine Kamera, alle dieser Kameras. So it's not just their network and it's not just their money, it's everybody else's as well. So they have this map and they also have the owner's information. It makes it incredibly easy for them to request information anytime that they might want about what's been recorded on those cameras. Now here is the first place where ich würde euch unterschiedlich betreffen, je nachdem, wer ihr seid. Ein anderes Beispiel dafür sind Kameras, die nicht von Regierungen
betrieben werden. Das kommt aus Oakland. Es gibt einen Teil der Polizei von Oakland, der sich mit Alkohol und Drogen befasst. Und in Teilen der Arbeit, die ich mit der Gemeinschaft gemacht habe, ist eine Sache, die wir gehört haben, dass die Teams, die aufpassen sollen, dass niemand Alkohol an Minderjährige verkauft und dass sie ihre Lizenzen zeigen und so weiter, ist, dass sie in die Läden gehen, die zum Beispiel Arabern gehören, also in vornehmlich schwarzen Gesellschaften in Oakland sind. Und dann finden sie zum Beispiel eine Dose Suppe, deren Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Oder vielleicht ist deren Alkohollizenz nicht im richtigen Rahmen. Irgendwas Lächerliches. Und dann gehen sie auf den Eigentümer zu und sagen, das sieht nicht so aus, als ob ihr das Gesetz, dem Gesetz folgen würdet. Aber wir können mit euch arbeiten. Wenn ihr uns einfach Zugriff auf eure Kameras gebt, dann wird alles gut. Was anderes, was sie tun, ist, dass sie es gibt in den meisten Staaten, in den größeren Städten, mindestens eine oder zwei FBI-Offiziere, ein oder zwei Polizisten, die sehr, sehr stark mit dem FBI zusammenarbeiten. Und sagen sie zum Beispiel manchen Leuten, ja, ich habe gehört, deine Tante hat ein Visum bekommen, hey, vielleicht können wir zusammenarbeiten und dann werden wir sehen, dass sie eine gute Bürgerin ist. Und das ist nicht nur voreingenommen gegenüber Leuten in der Nachbarschaft, sondern es ist auch voreingenommen gegenüber den Leuten, die die Läden betreiben. Und das ist sehr effektiv, weil sie sehr viel Video dadurch bekommt. Und das ist ein anderes sehr wichtiges Beispiel ist, dass wir alle fast überall Kameras sehen, da haben wir uns dran gewöhnt. Aber ihr seid vielleicht nicht so sehr dran gewöhnt, dass vielleicht ja, direkt vor eurer Haustür eine Tür auf eure Kamera zeigt. Und es gibt aber Leute in den USA und Leute in Großbritannien und in Favelas. Und all diese Leute sind dran gewöhnt, dass sie immer unter starker Überwachung stehen. Sogar noch jenseits dessen, was wir gewöhnt sind, wenn wir solche Schilder auf der U-Bahn oder in der Straße sehen. Das ist wirklich, wirklich sehr eindringlich, aufdringlich. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, weil ich häufig als Aktivist oder als Mensch, der mit Technologie arbeitet, wir reden über Privatsphäre und Datenschutz, aber das ist ein theoretisches Konstrukt. Viele Menschen auf der Welt, vor allem marginalisierte Menschen, die haben keine Ahnung von, also das Konzept von Privatsphäre einfach sinnlos und es nimmt einfach, es denkt einfach nicht nur über die Unterschiede nach und das ist einfach was ihr im Kopf behalten solltet, wenn ihr Aktivisten seid. Und diese Idee der Privatsphäre, über Privatsphäre zu reden mit einem Syrer, der gerade die Sende übertreten hat, oder mit einem Schwarzen in New York, der irgendwie alle zwei Tage angehalten wird, seit Wochen, Monaten, sein ganzes Leben, das ist einfach sinnlos. Sobald dein Bild aufgenommen wurde, ist es Subjekt für Biometrie. Biometrie funktioniert mit diesen Kameras. Einige Daten müssen aktiv gesammelt werden. Das ist zum Beispiel ein Fingerabdruckscanner. Ich habe dieses Foto von Flickr und sie sind sehr aufgeregt über ihr mobiles Fingerabdruck-Sammelprogramm. Diese Fingerabdrücke gehen direkt in eine Datenbank. Sie wollen also auf jeden Fall zeigen, wie gut sie für die öffentliche Sicherheit arbeiten. Das auf der linken Seite ist eine indische Frau, die registriert wird, die mit einer Iris-Scanner registriert wird. Es gibt also verschiedene Arten von Biometrik und Handtelemetrie. Das ist Narbenerkennung, Tattoo-Erkennung, Augenscanner. Schon wieder, das ist ein anderer Ort, wo die Erfahrung damit sehr differiert, je nachdem, wer du bist. Wer schon mal mit Polizei oder Staatsorgan zu tun hat, ist sehr viel stärker betroffen. Großes Beispiel, wenn du ein junger, schwarzer Mann bist in den Vereinigten Staaten, die Wahrscheinlichkeit, dass du jemals angehalten wurdest und dass dein Foto von der Polizei genommen würde oder dass sie einen Abstrich machen, um deine DNA zu bekommen oder einen Fingerabdruck, die Wahrscheinlichkeit ist dann viel höher. Das bedeutet natürlich, dass irgendeine Anklage gegen dich erhoben wird.
Das bedeutet nicht, dass du irgendetwas getan hast. Das bedeutet nur, du bist in einer Area, wo du wo einfach mehr Polizei unterwegs ist und wo du einfach, weil du vielleicht auch anders aussiehst. Ein anderes Beispiel ist hier, wo ich jetzt auch mehr Informationen darüber noch sammle, sind Flüchtlinge. Augenscanner sind dort, werden dort oft benutzt und wir haben jetzt 6 Millionen syrische Flüchtlinge. Sie suchen auch oder nehmen auch Fingerabdrücke von den Flüchtlingen, auch in Deutschland. Ein anderes Beispiel ist, wie das dich das treffen könnte, ist, das hängt dann mehr mit deinen Aktivitäten zu tun. Wenn du zum Beispiel ein Aktivist bist, der mehr auf der Straße unterwegs ist, als Beispiel, ein Beispiel aus New York von den Occupy-Demonstrationen, Demonstranten wurden festgenommen und das ist eben, wenn du demonstrierst, kannst du eben auch gleich mal festgenommen werden. Sie nehmen dich fest, registrieren dich, lassen dich wieder frei. Wir haben also, bevor irgendjemand also verurteilt wurde bei Anonymous, Occupy, sorry, sie waren einfach betroffen, weil sie eben festgenommen wurden und dann eben registriert wurden. Wenn man jetzt mit Polizeikameras zu tun hat oder mit Biometrie zu tun hat oder wenn du jetzt irgendwo hinfährst, dann wirst du damit zu tun haben. Zum Beispiel automatisierte Nummernschildleser sind aktiv und man sollte sich darüber Gedanken machen. Die haben halt verschiedene Nummern, also verschiedene Nummererkennungssysteme. Und die Kameras, die das tun, sind, können mobil sein oder festmontiert. Sie nehmen ein Bild von der, fotografieren das Auto und machen Aufnahmen von dem Nummernschild und machen aber eben auch Bild von dem Auto selbst. Und das kann eben auch mit Metadaten verknüpft werden, wann und wo wurde das aufgenommen. Und ich will jetzt mal zeigen, wie mächtig diese Technologie ist. Es wurde versucht, durch einen Anklang herauszufinden, welche Daten wirklich überhaupt gesammelt wurden. Sie sammeln Daten von ungefähr 3 Millionen Autos pro Woche. Das sind fast so viele Autos, wie in einigen städtischen Regionen rumfahren. Und sie speichern diese Daten für 5 Jahre, egal ob das jetzt mit irgendeinem Kriminalfall zu tun hat oder nicht. Seitennotiz, diese Arten von Informationsverteilung in den Vereinigten Staaten. Die Idee, dass es zwischen verschiedenen Behörden eine Datengrenze gäbe, dass sie nicht wissen, was passiert ist in verschiedenen Behörden, das gibt es nicht mehr in den USA. Alle Daten werden zwischen den verschiedenen Bundesstaaten zum Beispiel geteilt. Alle diese Daten, auch Nummernschilddaten, gehen alle in eine zentrale Datenbank und die ganzen Intelligenzcenter können darauf zugreifen und diese Daten analysieren. Wir sprechen über bei diesen Daten über Massenüberwachung, klar. Brauchst eigentlich nicht über die lokale Behörde nachdenken, die das gesammelt hat, sondern diese Daten werden eben auch kombiniert und verteilt an andere Behörden. Diese Sache ist besonders besorgniserregend, deswegen, weil sie, was können sie eben alles über dich preisgeben? Sie haben Metadata. Wenn du zum Beispiel dein Auto bei einem Psychiater oder bei einer Abtreibungsklinik oder bei einer Kirche geparkt hast, kann das über dich auch relativ viel offenbaren. Wenn man das jetzt für eine Stadt wie San Francisco nimmt, wo sie eben auch sehr viele Daten sammeln und das dann aggregieren
und sie können eben Assoziationen und Bewegungen und Assoziationen zwischen verschiedenen Fahrzeugen machen. Und das ist genauso macht genauso viel deutlich wie die Metadaten von Telefongesprächen. Ein paar Beispiele, wie das in einer diskriminierenden Art benutzt wird. Hier sieht man eine Heatmap von zwei Personen, die haben eben mit solchen Scannern wurden solche Daten gesammelt. Die Nachbarschaften, die hier gezeigt werden auf den Bildern, dort wurden eben automatisierte Nummernschildleser benutzt worden. Für die, die Oakland nicht kennen, das ist einmal von Nord von Oakland, ein bisschen nordwestlich von Oakland auf dem Bild. Das ist, hat die größte Konzentration von Leuten, die eben farbig sind in North Oakland. Also wie ihr seht, wenn man diese Heatmap jetzt über die Zensusdaten legt, dann sieht man, dass diese Scanner vor allem da benutzt werden, wo Leute sowieso schon deutlich stärker im Gefängnis sitzen. Und diese Scanner werden genutzt, um sie ins Gefängnis bringen und die Familien auseinanderzureißen und wird eine Gesellschaft kaum sicherer machen. Das ist Oakland. Ein anderes Beispiel ist die Polizei von New York. Die Associated Press hat 2011 aufgedeckt, wie stark Leute überwacht werden, die aus Ländern kommen, die hauptsächlich muslimisch geprägt sind. Und die Polizei von New York hat buchstäblich Karten gemacht, wo diese Leute am stärksten, also wo diese Leute wohnen, auf Straßenebene. Und wo diese Leute ihre Zeit verbrachen. Und dann konnte man genau sehen, hier ist ein Café, hier ist eine Moschee, hier ist eine Straße, wo so und so viele Marokkaner leben. Und das haben sie extrem detailliert gemacht. Sie haben auch Informanten in Kirchen und Moscheen und so weiter benutzt und natürlich diese Nummernschildscanner. Und für die Überwachung der Polizei von New York wäre gespannt zu sehen, wie das heute aussieht. Und die haben diese Nummernschildscanner benutzt und haben sie auf Polizeiautos gesetzt und sind einfach nur an Moscheen vorbeigefahren und haben die Nummernschilder von einem rausgefunden, die in Moscheen, in Gottesdienste gehen. Und das haben sie gemacht ohne jeglichen Verdacht oder... Und ich sollte sagen, dass nach meinen Erfahrungen mit der Gesellschaft, dass die Muslime in Amerika es sehr deutlich gemacht haben, dass sie sich nicht mehr trauen, in die Moschee zu gehen, dass sie Angst haben, ihre Religion zu praktizieren. Und natürlich ist das heute noch schlimmer geworden. Aber das ist die Art von Effekt, die Überwachung auf diese Gesellschaften hat. Und auch noch eine Sache über Oakland. Oakland hat eine winzige reiche Gesellschaft mittendrin namens Piedmont. Ich hätte gerne eine Karte davon gezeigt. Das ist buchstäblich eine Stadt, die ringsum umgeben ist von Oakland. Aber sie ist kein Teil von Oakland. Sie hat sich von Oakland getrennt, weil sie reich ist. Und daher haben sie sich getrennt und haben jetzt eine Grenze darum. Und es gibt nur eine einzige Einfahrt in die Stadt. Und da stehen Nummernschildscanner. Das heißt, alle, die von Oakland nach Piedmont einfahren, haben jetzt ihre Nummern geschildert. Und das sind offensichtlich Farbige, die Piedmont als unerwünscht betrachtet, bekommen ihre Nummernschilder gescannt. Also das wird nicht nur von der Polizei genutzt, um Leute von Sachen abzubringen und um Verbrechen zu verhindern oder Verbrechen, um Verhalten zu ändern, aber es ist auch einfach um Gesellschaften gated zu behalten. Selbst wenn dort nicht Strafverfolgungsbehörden sind, wenn man irgendwo hin will, zum Beispiel über die Golden Gate Bridge möchte, oder da gibt es halt dieses Zollsystem für Brückenzoll und Autobahnzollsystem. Und dort werden natürlich
elektronische Ticketsysteme. Auch dort werden überall werden Daten gesammelt, auch wenn die nicht von Strafverfolgungsbehörden betrieben werden, aber sie sind sehr auskunftsfreudig gegenüber den Strafverfolgungsbehörden und übergeben diese Daten freiwillig, ohne jegliche Art von juristischer Anfrage. Also sogenannte IMSI-Catcher oder Stringers sind Geräte, die tarnen sich als Empfangsmasten und sie können die Daten von Mobile-Phones auffangen. Sie können natürlich nicht nur dazu benutzt werden, den Ort festzustellen, sondern sie können eben auch Daten aufnehmen. Sie können, können benutzt werden, um Malware zu infizieren und verschiedene Sachen. Die Tatsache, dass sie diese Daten sammeln, macht sie natürlich perfekte Quellen für solche Daten. Und die Tatsache, dass Law Enforcement die benutzt, wenn man jetzt, wenn sie versuchen herauszufinden, welches Telefon jemand benutzt, und sie wissen nicht die ID von dem Telefon, und dann schalten sie diese Geräte an und versuchen so jeden aufzufangen, der sich in einer Region bewegt, wo der Verdächtige ist. Und untersuchen Sie die Nummern, die dort eben besonders benutzen, um jemanden zu finden. Sie können das natürlich nicht machen, ohne alle Leute eben zu überwachen und von allen Leuten die Daten aufzusammeln. Und viele Aktivisten, zum Beispiel für die sich um Rechte für Schwarze kümmern, melden komische Effekte an ihren Telefonen. Sie kommen nicht an die Information ran, was da eigentlich passiert. Das Bild, was ich hier vorne habe, ist von einem Stingray, was von einer Health Corporation hergestellt wird. Das ist die Firma, die meiste dieser Geräte herstellt und die auch am meisten Aufmerksamkeit erhält. Diese Firma und sie haben also die Behörden dazu gebracht, keine weiteren Informationen über diese Geräte freizugeben, weil es eben Geheimnisse, Geschäftsgeheimnisse sind und die Polizei durfte das nicht veröffentlichen. Und es hat sich jetzt etwas geändert. Das, was ich auch noch über Funkmast-Simulatoren geht, sie werden auch für Drogenfälle und für Betrugsfälle benutzt werden, um zum Beispiel Farbige strafzuverfolgen. Und auch hier werden wieder Farbige öfter davon betroffen, von dieser Art von Überwachung. Es ist ziemlich leicht, damit Daten zu bekommen, aber eben auch über die, Telefonprovider. Können auch über Bluetooth getrackt werden, die Leute. Es gibt sehr viele Wege, auf jeden Fall Lokationsdaten, Ortsdaten zu gewinnen. Das ist so die Baseline. Was heutzutage geht. Was machen wir da jetzt? Kann man die Straßen verschlüsseln? Wir haben ein paar Antworten. Nee, kann man nicht wirklich machen. Ein Bild von einem Mann mit einer Tüte über dem Kopf. Wenn es um diese IMSI-Catcher zum Beispiel geht, da gibt es hervorragende Forschung, wie man solche Snoop Switch zum Beispiel, womit man solche gefakten Empfänger finden kann und wie man sich dagegen schützen kann. Ein wichtiger Hinweis ist, bring einfach dein Telefon nicht mit. Aber das ist natürlich ziemlich unpraktisch. Gerade wenn Leute mit ihren Phones unterwegs sind und
Und wenn die halt mit ihren Geräten kommunizieren mit der Welt und den, da den Vorschlag zu geben, kein Telefon zu benutzen, macht irgendwie keinen Sinn. Das ist unpraktisch. Und man benutzt sein Telefon eben auch täglich. Gibt auch Anti-Drohnen-Hoodies oder Anti-Gesichtserkennungs-Make-up. Ich würde das tatsächlich jeden Tag tragen, weil ich finde, es sieht total cool aus, aber das sehen wahrscheinlich nicht alle so. Es gibt reflektive Beschichtungen für Nummernschilde, aber es funktioniert nicht. Und obwohl es nicht funktioniert, ist es sogar in manchen Bundesstaaten illegal, was irgendwie lustig ist. Was tun wir also? Dafür bin ich hier. Ich hoffe, dass ihr mir alle helfen werdet, oder zumindest ein paar von euch. Ihr müsst nicht, wenn ihr sicher seid, aber... Aber was wir tun wollen, ist, dass wir diese, verhindern, dass sich diese Technologien verbreiten, dass wir zeigen, wo diese Technologien Schwachstellen haben, und wir wollen uns selber und vor allem den am stärksten betroffenen Gesellschaften ermöglichen, diese Technologien zu bekämpfen. Also Prävention. Was ich meine damit, dass wir den Gesetzgeber überzeugen sollen, diese Technologien nicht zu übernehmen. Und das geht Hand in Hand damit, dass wir aufdecken, wo diese Technologien nicht funktionieren. Aber das sind nur meine Beispiele, kommen nur aus sehr lokalen Grassroots-Bewegungen aus den USA. Mich würde sehr interessieren, wie das bei anderen Leuten auf der Stadtebene und so weiter aussieht. Aber es gibt viele Aktivisten in der Gegend von San Francisco und New York, Los Angeles, die daran arbeiten. Und diese Technologie zu verhindern, es gibt in der Umgebung von San Francisco eine Bewegung dagegen. Sie haben sich, jemand hat versucht, einen IMSI-Catcher zu besorgen, und es kamen sofort Aktivisten. Und es gab nur eine Person auf den in den Aufsichtsrat, und es gab, und der wurde den hat hat dafür gesorgt, dass das Ganze nicht übernommen wird. Und eine Menge Geld für diese Technologien kommt direkt von der Bundesebene, von dem Department of Homeland Security. Und das geht weiter an die lokale Polizei. Und sie haben fast keine Begrenzungen dafür, was sie mit dem Geld machen können. Es gibt kaum Bedingungen. Also nicht sowas wie zum Beispiel, du kannst nicht irgendwie die Rechte der Leute vernetzen, oder wenn so und so viele Beschwerden einkommen, dann nehmen wir die Technologie zurück. Sondern es ist einfach nur hier: Nehmt das Geld, kauft diese Technologien, habt Spaß. Einfach nur Big Brother gibt Taschengeld an Little Brother. Es ist also sehr, sehr leicht für die Polizei, an diese Technologien ranzukommen. Und ich glaube, also um Geldprobleme zu sprechen, ist ein ganz anderer Talk. Aber in diesem Fall hatte das County schon das Geld. Und dann haben die meisten Leute gesagt, kostenloses Geld, ihr wollt das ablehnen. Aber dann kamen die Aktivisten und haben gesagt, sobald ihr diese Technologie habt, dann wird die Harris Corporation euch nicht mehr zulassen, und das wird unsere Rechte verletzen. Und mit der Hilfe dieses einen Menschen konnten sie verhindern, dass dieses System gekauft wird. Ein anderes Beispiel ist das Awareness Center in Oakland. Das war ein Projekt, das die ganzen Kameras in Oakland nehmen wollte und die ganzen Informationen des Hafens, und das kombinieren wollte mit dem System, das die Polizei nutzt, um Updates zu bekommen, und Wetter-Updates und Shotspotter. Das sind kleine Mikrofone auf der Straße, die angehen sollen, wenn sie Schüsse hören, und das sollte eine ganze Menge Informationen kombinieren. Und wie ich euch gerade gezeigt habe, diese IPR-Karte in Oakland und die Erfahrungen von Geschäftsbetreibern in Oakland. Oakland ist einfach eine Stadt, die offensichtlich Probleme mit voreingenommenen Polizisten hat, und die Gesellschaft war angepisst. Sie war wirklich, das war wirklich unglaublich. Leute kamen zu den Gemeinderatssitzungen, und die dauern meistens 8 bis 9 Stunden. Und die Leute sitzen da einfach nur und warten für ihre Möglichkeit zu reden. Und sie haben es einfach nur abgewartet und haben mit den Leuten argumentiert. Und es sollte eigentlich in ganz Oakland ausgebaut werden, aber es hat sich nur auf den Hafen dann begrenzt. Das hat die Stadt sogar Geld gekostet, weil sie Kameras wieder abnehmen mussten, die in das System integriert waren. Und die Anzahl und
Es ist sehr, sehr selten, dass man die Regierung dazu bringen kann, Geld auszugeben, um Rechte zu erweitern. Und das war also ein riesiger Erfolg für die Eindampfung des Systems. Und es gab einfach so viele Leute, die diese Technologien nicht haben wollten. Und am Ende war es dann noch da für den Hafen. Und es gab eine sehr, sehr spezifische Datenschutzerklärung dafür. Und ich war in dem Komitee, das diese Datenschutzerklärung verfasst hat. Und ein paar andere sind im Publikum. Das war ein sehr schwieriger Prozess. Aber es ist die erste Datenschutzverordnung dieser Art, die es jemals gab. Das war sehr umfassend. So, es ist zu wissen, wie die Technologie verwundbar ist, das ist eine der Sachen, die Aktivisten wirklich haben müssen, damit sie besser arbeiten können. Es gab großartige Forschung und es muss aber immer noch viel mehr geben. Einige der wirklich großartigen Beispiele, die wir gesehen haben, sind zum Beispiel, dass 2012 auch in der Black Hat-Konferenz es eine Demo gab, wie man einen Iris-Scan überwinden kann, sehr leicht. Auch 2012 gab es einen Forscher der Universität von Texas gezeigt, wie man GPS-Signale spoofen kann für satellitengesteuerte Drohnen und der konnte eine Drohne übernehmen. Er hat das sogar gemacht, während Leute des Department of Homeland Security zugeschaut hat, weil er ihnen zeigen wollte, warum die Technologie verwundbar ist. Aber das hat sie nicht davon abgehalten, diese Technologie benutzen zu wollen. Und jetzt geben sie Geld dafür aus, dass Städte diese Technologie benutzen. Und natürlich ein großartiges Beispiel ist aus 2013, da hat der Chaos Computer Club ein iPhone 5S gehackt. Und für die es nicht wissen, dieser Hack ist unglaublich einfach. Für jemanden wie mich, ich bin kein Technologist und ich würde das gleich in der QA-Session, wenn ihr mich spezifische Fragen zur Technologie fragt, kann ich das nicht beantworten. Aber sie haben mein iPhone 5 gehackt, haben einfach nur ein Foto von einem Fingerabdruck genommen, haben das zu einem Negativ verwendet und haben dann mit ein bisschen Holzleim daraus einen Fingerabdruck nachgebaut. Und das war alles. Und das ist Technologie, die Leute immer noch nutzen. Ich meine, Leute versperren Sachen immer noch mit ihrem Fingerabdruck und Firmen benutzen immer noch Zugangskontrolle mit dem Fingerabdruck, aber wir wissen, dass es verwundbar ist. Das deckt also die technischen Verwundbarkeiten auf. Aber wir müssen auch einen Krieg mit öffentlicher Information führen. Das ist eine, auch wieder aus Oakland, und eine wunderbare Organisation, es gibt in Oakland einen General-Investigator, ich werde das später erklären, aber es ist eine bestimmte Art der Überwachung, die Polizei von Los Angeles macht, und sie geben ihre Informationen weiter nach oben bis auf die Bundesebene. Und die Stop LAPD Spying Group aus Los Angeles hat mit ihm gesprochen und gesagt, das sieht für uns nicht wirklich richtig aus. Wir werden unsere eigenen Berichte schreiben und werden die Daten analysieren. Und auch was sehr wichtig ist, wir werden die Geschichten erzählen von der Gemeinschaft. Wir werden Geschichten von Leuten, die ohne offensichtlichen Grund angehalten wurden und diese Erfahrung hatten. Wenn du nicht weißt, welche Art der Überwachung passiert, dann ist es einfach eine sehr, sehr beunruhigende Erfahrung für Leute, die angehalten werden und die man Fragen stellt, ohne dass sie wissen, warum. Also haben sie einen Bericht der Menschen zusammengestellt, und das ist ein wirklich detaillierter Bericht über die Überwachung der Polizei von Los Angeles. Und sie vergleichen diesen Bericht mit einem Bericht von dem Inspector General der Polizei selbst. Und das ist, also das deckt also auf, wie diese interne Bürokratie Technologie anschauen oder eben auch nicht. Das ist ein weiteres Beispiel für Forschung, wie diese Technologien funktionieren, das wieder von einem EFF ist, Electronic Frontier Foundation. Das ist ein Datafeed von einem solchen Nummernschildleser. Die zwei Forscher betrachteten nach Verwundbarkeiten. Es ist vielleicht nicht mal das richtige Wort, oder vielleicht ist Dummheit das richtige Wort.
dies sind Datenquellen, die man, die öffentlich abgreifbar sind. Man kann darauf zugreifen, es ist relativ leichter Telnet Access auf diese Geräte. Warum ist das wichtig? Das ist ein tolles Beispiel, wie öffentlich machen und Prävention zusammenlaufen. Wir haben jetzt einige Polizeiabteilungen dazu gebracht, ihre Arbeit zu verbessern. Und mit dieser Forschung, anhand dieser Forschung will ich euch ermutigen, nicht einfach nur die Verwundbarkeiten zu finden, sondern sie zu politisieren. Wenn ihr sie habt, gebt ihnen eine Chance, das helft ihnen nicht nur, das in Ordnung zu bringen, sondern politisiert es und versucht auf diese Art und Weise es zu verhindern. Dies ist ein weiteres Beispiel, wo man, wie man das für ein weiteres Beispiel für Exposure, also für Veröffentlichung. Das ist eine Karte von Miraflora, eine Karte, wo alle Kameras drauf zu sehen sind. Es gibt immer große Demonstrationen dort. Darum hat also jemand ein Projekt gemacht, um all diese Kameras zu finden. Und einige Kameras wurden eben genau für solche Demonstrationen in der Stadt zur Sicherheit in Anführungszeichen montiert worden. Diese Seite gibt es immer noch. Es gibt eine ähnliche Seite für die Kameras der New Yorker Polizei, die nicht immer so perfekt gepflegt wurde. Wir müssen Leute darüber informieren, was passiert. Wir müssen diese Technologien öffentlich machen. Das ist nur sehr frustrierend. Wir müssen die Leute auch in die Lage versetzen, was zu tun. Es sollten Leute, die sich mit dieser Technologie auskennen, vielleicht Gespräche ermuntern, wenn solche Gespräche stattfinden. Das ist im Endeffekt aber nicht hilfreich. Man sollte sich mit den besonders marginalisierten Personen unterhalten, sollte es deine Rechte kennen und man sollte mit Leuten zusammenarbeiten, die betroffen sind. Das hier ist ein Bild der NITO-Demonstration in Chicago. Es war sehr irritierend. Es gab sehr irritierende Gewaltszenen mit der Polizei. Jemand hat dort gearbeitet und versucht, Aktivitäten, um Imsi-Catcher zu finden. Die Leute sind dann also durch Chicago gelaufen und haben versucht herauszufinden und haben Imsi-Catcher dann gesucht und gefunden. Er gab ihnen auch Security-Training. Er erklärte ihnen, wonach sie suchen müssen, worauf sie aufpassen müssen. Viele Aktivisten wussten gar nicht über diese Empfänger-Simulatoren, Imsi-Catcher. Und das ist jetzt Wissen, die nur verbreitet werden kann, wenn wir eben alle zusammenarbeiten. Wie können wir uns gegen Technologie wehren, die wir schon kennen? Das ist etwas, was ihr und wir hier beantworten müssen. Und darum bin ich jetzt erstmal offen für Fragen. Thank you very much. Wir haben noch etwa 15 Minuten für Fragen. Zwei Fragen aus dem Internet. Hast du viele Firmen gefunden, die also ihre
Do you know of many companies that weißt du von vielen Firmen, die ihre Überwachungskameradaten an die an den Staat geben? Nun, wenn du redest, wenn du über, das kommt drauf an, es kommt auf die Ebene an, die du meinst. Also das, absolut, ja. Auf Stadtebene, auf der Ebene der Städte, in denen ich gearbeitet habe, da gibt es diese Programme, von denen ich erzählt habe, in San Francisco zum Beispiel, aber diese Programme gibt es überall in den USA und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht in Europa passiert. Ich weiß also nicht, ob du, ob Leute diese Kameras gerade jetzt gerade haben, aber ja, es gibt definitiv spezifische Beispiele. Kann man Infos darüber bekommen, über das Freedom of Information Act, das spezielle Gesetz? Ja, also diese People's Audits, die ich, von denen ich berichtet habe, von der Audit Group also aus Los Angeles, ja, das waren unter anderem Daten aus Freedom of Information. Also aus, und eines der wichtigsten Sachen daraus war, dass es ein Partnerprogramm gab es zu Biometrie und das gibt es sogar immer noch. Es ist immer noch nur ein kleines Formular und die machen die Informationsfreiheitsgesetzanfrage. Aber was Sie sehen, ist, dass man über die Zeit Leute gibt, die das leugnen und es gibt Leute, die sagen, es sind Industriegeheimnisse, aber das meiste, was wir haben, ist tatsächlich aus Informationsfreiheitsanfragen. Darf ich noch mal daran erinnern, dass Fragen kurz sind und mit einem Fragezeichen enden? In Schweden haben wir dieses Jahr Telefone angeguckt und Mobile Phones angeguckt. Wir haben festgestellt, eine Firma, die MAC-Adressen, Wi-Fi-MAC-Adressen sammelte, von Leuten, die durch die Stadtzentren laufen. Und wir haben gesagt, MAC-Adressen sind also da, um Leute persönlich zu identifizieren. Das ist fantastisch. Also ich habe denen tatsächlich beigebracht, warum das ein Problem ist. Diese Art von Überwachung von MAC-Adressen, das passiert überall in den entlang der amerikanisch-kanadischen Grenze. Und naja, gut, alle Verantwortlichen sagen, ja gut, aber es sind ja nur MAC-Adressen. Also das ist genau die Art von Arbeit, die wir brauchen, überall. Warum ist es schwierig, Informationen über diese Informationen bekommen? Die Leute reden eigentlich überall darüber. Es ist eigentlich leicht. Ja, wie ich schon gesagt habe, das sind Leute unterschiedlich von diesen Technologien betroffen, je nachdem, wie sie aussehen. Zumindest in den USA habe ich es mal versucht, auf so eine Messe zu kommen. Jedes Jahr passiert da was in Alameda County und das ist im Grunde einfach ein riesiger Marktplatz für diese Art von Technologie. Selbst wenn ich einen Anzug anziehen würde, würden sie mich nicht reinlassen. Also wenn du eine Liste von öffentlich zugänglichen Messen hast, dann komm bitte auf mich zu und ich würde es lieben, das zu haben. Und tatsächlich einige der besten Informationen, die wir haben, kommen aus dieser Quelle. Also es gab ein paar fantastische Artikel von Journalisten, die zu diesen Messen gegangen sind und darüber geredet haben, was sie gefunden haben. Ich wollte berichten über ein Projekt in Holland, wo wir solche Daten sammeln über Technologien, wo in großen Zonen solche Daten gesammelt werden. Großartig und ich würde es toll finden, wenn irgendjemand was zu diesen Projekten weiß, dann will ich auch eure Daten haben, weil ich gerne mehr wissen würde. Erstmal vielen Dank für diesen Beitrag. Ich wollte fragen über deine Techniken. Wie kontaktierst du diese Communities? Was funktioniert da am besten? Das Zweite ist eine Frage. Das habe ich nicht verstanden. Alle wissen was über Gentrifizierung in San Francisco und der Gegend von San Francisco. Was ist mit der Tech-Community, die da reinkommt? Mein Instinkt ist nein, die wissen nichts davon, sind kein Teil davon. Was würdest du sagen?
Ja, also das sind zwei großartige Fragen. Die erste, es ist definitiv wichtig, wie man auf Leute zugeht und mit ihnen arbeiten möchte. Auch da wieder, ich weiß, ich habe Black Lives Matter häufig erwähnt, aber es ist ein unglaubliches Beispiel für Aktivismus in den USA. Es ist auch eine Gemeinschaft, die sehr daran gewöhnt ist, dass Leute von außen kommen und sagen, nein, ihr wisst darüber nichts und ihr wisst darüber nichts und ich glaube, ich sollte es besser mal klären. Und das ist natürlich nicht der Weg, wie man das machen sollte, sondern dass man, stattdessen sollte man auf Leute, auf Individuen zugehen und sich seine Hand auf Netzwerke zugehen und sagen, hey, das hier ist das Wissen, das ich habe. Ich glaube, es könnte euch helfen, aber mich würde interessieren, was ihr glaubt. Also ihr solltet Leuten nicht einfach nur ein Paket präsentieren, ne, das ist das, was ihr braucht, sondern ihr solltet sagen, das ist das, was ihr rausfinden solltet. Und ich bin tatsächlich in Oakland von Tür zu Tür gegangen, in gewissen Gegenden, wo Sachen passiert sind. Und da gibt es eine Menge Fallstricke und ich würde gerne mit Leuten darüber reden. Aber man muss da ein bisschen sensibel sein und ein bisschen, ich glaube, hier ist das zum Beispiel so, wenn du mit Geflüchteten arbeiten möchtest, dann ist das so, oh, großartig, also wenn nicht alle sagen, oh, großartig und ich habe keinen Verdacht schöpfen. Also das gibt so viel, was man da tun könnte. Das könnte ein ganz eigener Vortrag sein. Aber nein, wenn es an Technologie-Menschen in der Gegend von San Francisco geht, dann in Oakland zumindest weiß ich, auch Oakland wird gerade zunehmend gentrifiziert. Die Aktivisten da gibt es ein paar Technologie-Menschen, die involviert waren, aber zum größten Teil nicht. Und ich weiß es nicht genau. Also es ist nicht ganz so meine Gesellschaft, aber ich glaube nicht, dass sie wirklich in irgendwas davon verwickelt waren. Und sie helfen, Daten zu sammeln. Deswegen ist es nicht überraschend. Hallo. Ich frage mich, ob du in deiner Forschung Hinweise hast, wie die Firmen und Staatsbehörden Daten austauschen. Ob zum Beispiel Firmen Ticketdaten weitergeben. Ja. Teilen Sie zum Beispiel Daten, Camera Feeds, sind diese Behörden, gehören die zu den Staatsorganen oder wie fanden Sie Daten? Das habe ich nicht so genau erforscht. Also instinktiv würde ich sagen, dass die Antwort ja ist. Aber eine Sache, die du im Kopf behalten solltest, ist, dass, ja, das war nicht wirklich mein Fokus. Aber so, ich kann auf jeden Fall bestätigen, sobald deine Daten gesammelt sind, kann es als wertvoll betrachtet werden, so wie Daten online das auch tun. Aber ich bin mir nicht sicher und ich glaube, dass man sich dieses Szenario genauer anschauen müsste. Die nächste Frage kommt aus dem Internet. Wie finden wir heraus, dass unsere eigene Behörde daran beteiligt ist? Das hängt stark davon ab, wo du dich befindest. Ich kann es zum größten Teil nur für die USA sagen. Und das ist eine dieser Fallstricke in dieser Art von Arbeit. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier darüber reden, weil wir hier die Gelegenheit haben, dass wir alle darüber reden. In den USA sind das meistens drei Sachen. Erstens, Leute, die auf der Straße sind, merken, dass irgendwas Merkwürdiges passiert. Oder sie merken zumindest, dass die Polizei sie anspricht und sie nicht genau wissen, warum. Also die werden merken, dass was passiert und sie können sogar auf eine Organisation zugehen oder auf Leute zugehen, von denen sie wissen, dass sie diese Arbeit machen und Daten analysieren. Zum Beispiel mit IMSI-Catchern werden die Leute einfach hingehen und sich diese Diskrepanzen anschauen und sagen, hier ist wahrscheinlich ein IMSI-Catcher am Werk. Und das eine andere Art ist, das ist sehr frustrierend, aber es gibt Leute, die das tun und die es unglaublich gut tun in Oakland. Es gibt Anforderungen, dass so bevor der Stadtrat oder die Polizei, dass die vorher dich darüber aufklären müssen, was sie diskutieren. Also in den USA vor jedem Stadtrat-Treffen und so weiter gibt es eine Vorschrift, dass sie es bekannt machen müssen, was diskutiert werden. Und es gibt Leute, die sich
die das genau durchgehen, weil da natürlich Sachen versteckt werden in der Hoffnung, dass niemand es jemals sieht. Also dass der schlimmste Albtraum von des Gesetzgebers ist, dass 40 Leute vor der Tür stehen und sagen, macht ihr Witze, ihr wollt der Polizei diese Technologie geben, wenn sie schon sowieso schon Leute bedrängen. Und das dritte ist, Informationsfreiheitsanfragen, also ein bisschen aufmerksam sein und schauen, was da drin steht und wirklich die Hand ausstrecken und Hilfe geben. Also manchmal gibt es Anfragen und wenn die richtige Person sie sieht, dann sehen sie eine Sache, die sie dazu bringt, weitere Anfragen zu stellen und dann kann man diese Spur der Brotkrümen zur Technologie folgen. Gesellschaften haben die Tendenz, viele Sachen zu bestrafen und Mörder werden bestraft und auch andere Leute, die damit zu tun haben. Und wir erzeugen. Was ist meine Frage? Ist die Antwort an die Gesellschaft? Ist die Frage, müssen wir jetzt mehr Kriminalität akzeptieren und die Überwachung stoppen? Oder sollen wir. Oder sollen wir mehr Polizei rekrutieren? Also ich glaube, wir haben jede Menge strukturelle Probleme, aber ich glaube, am Ende sollten wir uns in einer Gesellschaft ohne Polizei befinden. Bis dahin, bis wir da sind, ist meine Strategie die Reduzierung von die Schmerzen zu lindern. Also als Anarchist, ich will einfach die Effekte dieser Technologie ändern für Leute, die davon betroffen sind. Also ich kann den ganzen Tag mit den Verantwortlichen darüber diskutieren, über die Technologie, die sie annehmen wollen. Und obwohl ich nicht glaube, dass sie überhaupt annehmen sollten. Und ich glaube, das ist einfach nicht fair gegenüber den Leuten, die ins Gefängnis geworfen werden. Also erst die Polizei loswerden, aber bis dahin einfach dafür sorgen, dass sie möglichst wenig Unheil anrichten. Ich bin neugierig bei deiner Erfahrung und deiner Forschung. Was ist die Erfahrung mit der Polizei, wenn Leute sich versuchen zu schützen? Wenn jemand also komische Sachen macht, also was weiß ich, DDoS-Attacken gegen solche IMSI-Catcher, versuchen sie dann die Polizei einen festzunehmen oder so etwas? Also ich glaube, es gibt physikalische Grenzen und die werden immer aggressiv in angesichts dieser Grenzen. Also wenn du jetzt dir eine Maske aufsetzt, dann sagt die Polizei automatisch, du gehörst zum schwarzen Block und wirst ein paar Scheiben einschlagen. Aber egal, wenn du dein Gesicht verschleierst und das kommt aus meiner Erfahrung, selbst wenn es nicht für die Polizei nicht legal ist, dass sie dich auffordern, die Maske abzunehmen, dann werden sie es trotzdem tun und werden dich verhaften. Also später kannst du natürlich dann dagegen vorgehen, aber auch da werden sie aggressiv. Also diese physischen Grenzen, das Make-up, ich war noch nie bei einer Demo, wo ich jemanden mit diesem Make-up gesehen habe. Also ich weiß es nicht genau, aber wahrscheinlich würden die Leute einfach denken, das ist komisches Make-up. Aber ja, ich glaube, sie werden auf jeden Fall aggressiv reagieren. Und ich kann dir sagen, dass die Polizei jedes Mal da ist, wenn ich auf irgendeinem Treffen bin, auf dem ich über diese Technologie rede, und die sind sehr aggressiv und sie lügen über die Technologie und die Fähigkeiten dieser Technologie und sie nennen mich Lügner. Das ist ziemlich lächerlich. Nächste Frage kommt aus dem Internet. Was ist die Reichweite solcher Geräte? Ja, das also auf die Frage wüsste ich gerne die Antwort. In meiner Forschung ist das Letzte, was ich gemacht habe, häufig gestellten Fragen meiner Website. Am Ende meiner Forschung muss ich sagen, ich wollte einfach mein Telefon wegwerfen. Ich war so verstört. Aber aus verschiedenen Quellen und aus Marketingmaterialien, es gibt Stingrays, die so stark sind, die sogenannten Dirtboxes, dass sie Telefone aus einem Flugzeug aus auslesen können. Also das gibt euch so einen Eindruck davon. Es gibt kleinere, da sagen sie, ja, in Anhörung vorher, das Department of Homeland Security und so weiter haben gesagt, dass ich glaube, die Reichweite ist sowas wie ein paar Häuserblocks, aber diesen Firmen würde ich nicht glauben in dem, was sie öffentlich sagen. Also da würde ich gerne die Marketingmaterialien sehen. Eine Frage noch von dort. Danke erstmal für den Vortrag.
Ich frage mich beim Thema Kameraüberwachung und Gesichtserkennung. Jeder weiß, dass diese Technologie existiert. Meine Frage ist, hast du Wissen um diese Technologie, wie weit diese Technik benutzt wird und wie, ob basismäßig Gesichter identifiziert werden, Bewegungsprofile erstellt werden? An manchen Orten nimmt diese die Technologie diese Kameras an, die tatsächlich die automatisch Gesichtserkennung machen. Und auch in den USA gibt es ein paar kleinere Polizei, gibt es manchmal Polizei, die ihre eigenen Gesichtserkennungsdatenbanken haben. Also sie sammeln nicht nur diese Daten, sondern sie verarbeiten sie auch und bereiten sie auf, und es ist leicht für sie, und sie können es leicht darauf zugreifen. Das ist auf lokaler Ebene. Also ist die Polizei einer Stadt, die diese Datenbank hat. Also ich glaube, mehr und mehr diese Technologie wird integriert. Also ihr solltet alle Angst haben. Vielen Dank. Ihr habt die Übersetzung des Vortrags.